Ich habe gehört, ihr wollt unendlich Leben in New Super Mario Bros. U Deluxe haben für die Nintendo Switch. Wenn ja, dann zeige ich euch heute ganz easy, ganz simpel, wie ihr einfach unendlich Leben euch erglitschen könnt. Es ist schon fast gar nicht mehr ein Glitch, weil das so gut wie in jedem Mario möglich ist mit dem Koopa Panzer. Und jetzt zeige ich euch das, wie das aktuell geht. Plus, wenn ihr am Ende dran bleibt, zeige ich euch noch einen kleinen Trick, den ich nicht wusste, der aber ziemlich nützlich ist im Laufe des Spiels. Und wenn ihr Bock habt auf weiteren New Super Mario Bros. U Deluxe Content, dann gebt mal einen Daumen hoch, dann sehe ich, dass überhaupt das Interesse da ist, dass ich irgendwas zu dem Spiel macht, denn es gibt noch ein paar kleine, lustige und auch komische Sachen, die man auf jeden Fall in Videoform bringen kann. Ich würde sagen, wir fangen an, Leute. Los geht's. Und zwar müsst ihr dafür in die dritte Welt, nach der Wüste direkt die Eiswelt, die den Namen Eiswürfel, Eisfälle trägt. Und zwar in die erste Welt direkt in den Drehsternhimmel. Aber davor holt ihr euch noch das kleine Yoshi, das blaue Yoshi. Das braucht ihr nämlich für den Glitch, das ist sehr wichtig. Mit dem kleinen blauen Yoshi geht ihr dann in das Level Drehsternhimmel. Und zum Glück müsst ihr auch nicht ziemlich weit laufen, sondern einfach kurz den blauen Baby-Yoshi mitnehmen und achtet am besten drauf, dass ihr großen Pilz oder irgendwas habt, dass ihr nicht sofort tot seid, falls irgendwas passiert. Aber ihr kriegt hier, wie gesagt, auch direkt was. Deswegen ist das nicht so wichtig. So, dann direkt bei der ersten kleinen Falle, bei den Munchers, ich glaube, so heißen die kleinen Viecher. Da wirft ihr einfach das kleine blaue Yoshi rein, auch wenn es brutal klingt. Haut ihr es rein. Geht dann zu dem kleinen Koopa, der da ist, der rote. Grabt euch den Panzer und haut den da in die kleine Falle rein. Und jetzt müsst ihr nur aufpassen und zusehen, dass ihr immer nur auf den blauen Yoshi springt. Auf den kleinen Baby-Yoshi. Da müsst ihr raufspringen. Nur darauf. Achtet darauf. Habt nur ihm im Fokus, wenn ihr da reinspringt. Und dann seht ihr, euch kann nichts passieren, wenn ihr immer auf dem Yoshi seid und ihr kriegt direkt immer ein Leben bei jedem Sprung und habt in 0, nichts eure 99 Leben voll. Und jetzt noch einen kleinen Trick zum Schluss. Wenn ihr nämlich mit einem Power-Up, wie zum Beispiel den Eichhörnchen-Anzug, in ein Level reingeht, wie ich das zum Beispiel gemacht habe, und ihr seht hier, ich werde gerade zweimal getroffen von dem Goomba extra, um euch das zu zeigen. Und wenn man dann einfach auf Beenden geht, also auf Plus und dann auf Beenden, kommt ihr wieder auf die Karte, habt wieder euer Power-Up zurück und sogar den blauen Yoshi, als wäre nichts passiert und ihr könnt nochmal von vorne anfangen. Das ist gerade dann gut, wenn ihr zum Beispiel irgendein Power-Up braucht, es aber verloren habt und einfach nochmal von vorne anfangen wollt. Deswegen hier noch ein kleiner Trick zum Schluss für euch. Auch wenn man die theoretisch nicht bräuchte, weil das Spiel spendiert einem eh zu viele Leben und es ist relativ einfach so vom Ding her. Aber für die, die einfach einen kleinen Trick haben wollen, wie sie das machen können, weil das Spiel ist ja jetzt auch schon einige Jahre alt, das von der Wii U, und viele wissen einfach gar nicht, was hier abgeht. Deswegen, wenn ihr mehr Content haben wollt bezüglich dem neuen Spiel, gebt einen Daumen nach oben. Ich bin damit raus. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Ciao und tschüss, euer Theo.